Der 27. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga in der Phoenix Contact Arena in Lemgo am Ostersonntag. Mal wieder ausverkauft, zum vierten Mal in den letzten fünf Heimspielen. 4.520 Zuschauer sind gekommen für das Duell des THW Kiel gegen den TBV Lemgo-Lippe. Und die Kieler kommen mit viel Tempo ins Spiel, machen einfache Tore. Auf der anderen Seite gelingt es Lemgo nur selten, spielerische Lösungen im 6 gegen 6 zu finden. Dadurch bauen sich die Kieler erstmal einen Vorsprung heraus, auch durch die magische Hand von Niklas Ekberg, der Heber zum 5 zu 9. Nach etwa 10 Minuten kommt aber auch Lemgo besser in die Partie. Mit einem besseren Rückzug und dann auch mit einfachen Toren. Lukas Zerbel, künftig ein Zebra in dieser Saison noch im Trikot des TBV Lemgo-Lippe. Die Gastgeber können den Rückstand in der Folge verkürzen und bis zur Halbzeitpause bleibt es ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Der Halbzeitstand 13 zu 14 für die Gäste. Auch nach Wiederanpfiff kommt Kiel wieder besser aus der Kabine wie schon in der ersten Hälfte. Erik Johansson mal mit brachialer Gewalt, mal mit dem feinen Dreher in der zweiten Halbzeit. Einer der auffälligsten Spieler beim THW Kiel. Die Kieler können wieder mit plus 3 davonziehen, aber Lemgo beweist einmal mehr Moral und Mentalität. Allen voran Lukas Hutecek. Und nach 40 Minuten führen die Gastgeber auf einmal. Samir Belhassen. Und das 7 gegen 6 der Lemgoer führen dann dazu, dass Kiel die Partie abermals drehen kann. Patrick Winzek mit dem Quarterback-Tor ins leere Netz. Es bleibt ein offener Schlagabtausch bis in die Schlussphase. Hutecek im Nachfassen mit dem erneuten Anschlusstreffer. Die Kieler verpassen es mehrfach, die Vorentscheidung zu erzielen. Und so läuft alles auf den letzten Wurf raus. Versteinen mit dem Camper ans Lattenkreuz. Und so jubeln am Ende die Kieler über einen 27 zu 28 Erfolg. Wir haben dann im 7 gegen 6 leider zwei, drei Fehler zu viel gemacht, glaube ich, um das Spiel dann wirklich zu drehen und vielleicht in Führung zu gehen. Aber ich glaube, wir können auch mit unserer Angriffsleistung ganz zufrieden sein. Wir arbeiten uns viele Chancen. Es nimmt uns zu Beginn Mirko ein paar Bälle weg, hinten raus dann Belhassen. Aber grundsätzlich war das eine sehr, sehr gute Leistung, da gibt es wenig zu meckern. Wir haben unseren Gameplan gut verfolgt, also dass wir eine hitzige Stimmung kriegen, das war schon klar vor das Spiel. Deswegen waren wir relativ gut vorbereitet und wir haben das gut zum Schluss runtergebracht und dann mit ein bisschen Glück auch zwei Punkte behalten. Die Kieler jubeln also am Ende über zwei Punkte am Ostersonntag in der Fremde. Und für Lemgo gibt's warme Worte und viel Anerkennung für einen erneut aufopferungsvollen Kampf gegen den deutschen Rekordmeister. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein